Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Rise of the Tomb Raider Episode 6. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und jumpen hier straight runter. Da geht's irgendwo rein. Da geht's geradeaus. Da ist ein Hase. Hallo, kleine Hase, du. Na, wohin hoppelst du denn? Kann man den aufsammeln? So als Partner mitnehmen, so auf der Schulter. Da ist er weg. Tja, das tut mir leid. Ich schätze, da kann ich nicht rein. Komme ich wahrscheinlich irgendwann raus, ne? Ach, da kann ich wieder hoch wahrscheinlich, ne? Ist da eine Hütte? Oder wohin geht's da? Autsch. Hä, wo hätte ich hinspringen sollen? Wahrscheinlich auf die Holzwand, ne? Das probieren wir nochmal. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee, wir lassen das mal. Nee, komm, wir gehen weiter. Hey. Da liegt ein Typi. Bisschen Holz schadet nie. Wir wissen nie, was wir mal herstellen wollen. Kann ich da irgendwo rein? Tatsache kann ich. Bitte sag mir nicht, da ist ein Bär. Interessanten Ort entdeckt. Ah ja, klar. Was denn sonst? Bisschen Mineralien. Ist ja gut für den Körper. Hey. Oh, ich kann neue Giftpfeile herstellen. Na, machen wir mal, oder? Wow. Das war easy. Da kann ich irgendwo rein. Gibt's hier noch was? Probieren wir mal. Was da so alles geht an der Wand des Steines. Wie groß ist diese Höhle? Das frage ich mich eigentlich gerade nur. Kogos von Nicea, der Astronom. Okay. Gute Info. Damit kann ich extrem viel anfangen. Also wirklich extrem, ja. Dass wenn du einfach runterspringst? Was sollte denn das, Lara? For fuck's sake. Links, rechts, links, links. Okay. Geht's irgendwo runter? Da geht's irgendwo runter sogar. Ach warte, das wäre rechts gewesen oder was? Okay, okay. Da geht's nirgendwo rein. Kann ich da rüberspringen? Ansonsten landen wir halt unten. Oh, ich glaube, da bin ich ein bisschen schlecht gesprungen. Nehme ich mal so an. Irgendwas Gefährliches? Eine Falle? Nein? Ein paar Münzen. Nichts Geiles. Enttäuscht. Pure... Jetzt spring doch einfach runter, Mann. Goddamn, Lara. So war das nicht abgemacht. Wow, kannst du weit springen. Jetzt sag bloß, das Ende von dieser Dreckshöhle ist eine Schriftrolle. Ein Prophet muss Anhänger haben. Bla 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 bla. Das war's. Enttäuschung.
Enttäuschung macht sich breit. Aber ist okay. Dann halt nicht. Keine Ahnung. Warte mal. Waren wir da? Jetzt spring doch runter, Mann. Okay, kurz bin ich jetzt gerade verwirrt. Waren wir da drin? Ein bisschen verwirrt, ein bisschen verwirrt. Da oben ist was. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Ja, da oben ist auch was. Warte, kommen wir von hier? Oh, das habe ich gut gemacht. Oh mein Gott. Ich klopfe mal eben auf die Schulter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich von da gerade kommen, aber wir gehen da auf jeden Fall gerade hin. Oh, da kann ich gar nicht hoch. Was liegt denn da? Holz? Alles klar. Ne, ich kann hier gar nicht hoch. Irgendwas zum Hochklettern? Nein. Nicht so, ne? Ups. Dann war das doch der falsche Weg. Wo die immer hinspringen will. Beweg deinen Arsch jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, da ist ja doch noch was. Hab ich irgendwas übersehen? Nein? Okay. Sieht irgendwie so fallenbehaftet aus hier alles. Ich habe immer Angst, dass ich plötzlich explodiere. Und das habe ich eigentlich nicht vorgehabt, muss ich ehrlich zugeben. Was ist denn da drin? Eine Leiche, cool. Antiker Bogen habe ich bekommen. Und 3000 Credits? Da sage ich nicht nein, ne? Antiker Bogen. Soll mir recht sein, du. Soll mir recht sein. So, wie komme ich heim? Ah, da. Natürlich. Das kommt mir doch alles bekannt vor. Hoppeldi-hopp, hopp. So, wo waren wir nochmal? Ich sehe hier fast gar nichts. Doofes Licht. Boah, plötzlich geht's Licht aus. Na gut, war fun, ne? Woanders hin. Wir wollten ja eigentlich etwas tun. Ist hier mein Lager noch irgendwo in der Nähe? Ich würde gerne den Bogen ausrüsten, aber dann wiederum, fuck it. Ich kann nichts für ihn tun. Dann tu nichts. Wir machen uns bereit. Ich komme Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Wo ist der Kerl? Wuppdiwuppwupp, in your face. Ich sehe sonst keinen, ne? Irgendwo da oben drauf? Ne. Okay, kann ich da was abziehen? Ne. Nur die Leiche. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift drei bewaffnete Männer mit einer Axt an. Wir haben gesichert. Also der hat echt langsam überlegt zu schießen. Extrem langsam. Achso, ich hätte das werfen können. Keine mehr da. passiert. Sorry. Soll mir aber recht sein, die sind gestorben und ich habe keine HP verloren. Der Rest ist mir recht egal.
Leuten hier einfach nichts mehr ist. Außer natürlich Holz, weil Holz brauchen wir halt, ne? Wohin müssen wir? In welche Richtung? Ich hab gar keine Ahnung. Ich würde also sagen, ich springe einfach mal erstmal hoch und gucke, was passiert. Sieht ja ein bisschen so aus, als wären hier schon Leute hochgesprungen, aber ist okay. Will ich den abschießen? Nee, ne? Das wäre Nonsens. Dann gehe ich halt zu dem Hubschrauberlandeplatz. Holy shit, das sind ja Leute. Alter, der verzieht ja gar nicht, der Bogen. Oh wow, in dem Moment bückt er sich. Jo, hätte ich auch gesagt. Aber mache ich nicht, weil ich bin ja nicht behindert. Wie die anderen Leute hier. Balla balla bing bang. Ist hier noch jemand? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Doesn't look like it. Hier stehen überall Flaschen rum. Wie versoffen sind die denn? Ah, wollte Leichen dingsen. Weil ich meine Pfeile wieder brauche. Wie einfach ein Schuss reicht, um die zu töten, Hätte ich mal auf schwerer gespielt. Dürfen nämlich ruhig mal auch zwei Pfeile sein. Hätte ich gar nichts dagegen. Oder es muss ein Kopfschuss sein. Das wäre auch ziemlich lustig. Finde ich. Aber ist okay. Hier ist irgendwie nichts mehr, ne? Wohin zeigt der Pfeil? Über uns, glaube ich. Okay, da ist irgendein Display. Da oben ist niemand. Können wir hier was machen? Irgendwie nicht, ne? Ich würde es ja mal einfach kaputt machen, aber das Game lässt es nicht zu, sondern offen. Ist auch irgendwie niemand. Wir brauchen nicht mal die Pfeile, weil wir so viele noch haben. Finde ich ein bisschen lächerlich, aber ist okay. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte. Ja, bla 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 bla. Okay, da ist wieder nichts mehr. Sehe ich hier was? Nö, niemand. Dann brauche ich ja keine Angst haben. Hier ist halt echt niemand. The fuck? Wow! Chill! Oh. Ich verstehe, was sie vorhat. Ich verstehe es, meine Freunde. Sie ist nämlich ein Fuchs. Was haben wir vor? Ein Seil greifen. Ach, da ist ein Seil. Ja, nice, Mann. Ziemlich convenient, dass hier überall Lampen sind, damit wir was sehen, ne? Will ich mal so sagen. Kann ich die killen? Will ich die killen? Irgendwie unnötig, ne? Wenn ich die kille. Kille, kille. Hey, warte mal, das nehme ich auf. Okay, da kann ich nirgendwo hoch. Wohin soll ich denn? Soll ich da wieder rauf? Okay, das lässt das Game nicht zu. Dann ist das wahrscheinlich weniger der Plan.
Kann ich das kaputt machen? Ich kann es doch einfach beiseite schieben, ey. Mach mal dazu rum. Was soll ich denn damit machen? Ach, warte mal, wir haben Lampen. Kann das irgendwie funktionieren? Ja, ja, kommt hin, ne? Kann man mal machen. Da ist ja überall Blut. Oh, eine Pistole. Kann ich damit rumschießen? Wie viel Money habe ich dafür? Das ist eher meine Frage. 20. Easy. Das ist ein Gefangener, oder was? Den will ich dann vielleicht noch nicht töten. Noch nicht. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Hat er noch was dabei? Nö. Die Rote Armee kommt. Irgendwann kann ich Russisch, meine Leute. Irgendwann kann ich's. Kann jetzt Russisch der Stufe 1 übersetzen. Ja, geil, ne? Ich würde sagen, das ist ganz geil. Agios Otheos. Agios Prophetes. Sie haben ihn gefangen. Wen? Moss. Oh nein. Nein, nein, nein. Tja. Hört einfach auf zu reden. Schläft ein bisschen. Richtiger Wichser. Komm schon, mach auf jetzt. Da hat sie den aber gut getroffen. Waffe wechseln mit 1, 2, 3, 4. Interessant. Was habe ich denn für Waffen gerade? Bogen? Pistole. Wow. Ja, ich benutze erstmal den Bogen. Das ist irgendwie sicherer, ne? Also ich meine, finde ich halt ein bisschen schwächer. Und dementsprechend würde ich sagen, sparen wir uns da ein bisschen Muni für die Pistole auf. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, stechen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Leck haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Du hast mich enttäuscht, Bitch. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand tun? Wow. Ganz ruhig. Lass doch seine Augen in Ruhe. Was ist denn bei dem kaputt? Der Typ ist crazy. Ich sag's euch. Unser Ziel. Jemand, der einen Trenchcoat anhat, ist sowieso crazy. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Klingt eigentlich ziemlich gut, ne? Ich will nämlich Teil der göttlichen Quelle sein. Wollte ich schon immer, das ist so mein Kindheitstraum, müsst ihr wissen. Finden Sie einen Weg ins alte Gefängnis. Wir haben wohl noch einen Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Nehme ich zuerst ein. Oh Gott. Da habe ich einfach losgelassen. Dass die mich nicht sehen, ist irgendwie retarded. Alles so einfach. What the fuck? Ist jemand über mir? Das klang gerade so. Na, ja, nehmen wir die halt aus und gut ist. Soll ich irgendwas hier Bestimmtes machen? Ah, ich muss gleich durch das Linksbums. Warte mal, habe ich hier eine Lampe irgendwo? Die Flasche bringt mir, glaube ich, jetzt nicht direkt was. Oh, da ist ja noch jemand.
Und der hat nicht gemerkt, dass alle gestorben sind. Ist er eigentlich geistig behindert? Good job. Ist da alles voller Blut plötzlich? Soll das Blut sein? What the fuck, Mann? Was wollte der denn von mir? Holy, ich glaube, ich muss hier raus. Nur so mal gesagt, ne? Ich muss mich heilen. Heilen, heilen. Ohne Keilen. Alles wunder easy. Alles wunderbar. Hey! So. Können wir da durch? Nein. Oh. Aber wahrscheinlich darüber. Ja, dann machen wir das gleich und zwar in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bye.